Was geht ab, Freunde? Ein neuer Trailer zu Battlefield Portal. Battle of the Bulge ist das erste, was wir hier sehen. Gönnt euch mal dieses Gameplay und schaut euch mal an, wie nice diese Karte einfach aussieht. Wie gut sie die getroffen haben. Die erinnert mich so ein bisschen an den Battlefield 1 Flair. Und dann geht es auch leider schon weiter mit El Alamein. Ich hätte gerne mehr zu der Karte gesehen. Und hier seht ihr auch schon eine ultra große Panzerschlacht und da war noch ein B-17-Bomber, der einfach mal eine riesen Bombensalve rausgehauen hat. Ich habe gelesen, der kann bis zu 8 500 LB-Bomben tragen und die alle relativ zeitnah hintereinander raushauen. Das wird auf jeden Fall eine richtige Maschine sein. Dann haben wir noch so ein bisschen Battlefield Revolution gesehen, mit dem Quad einfach mal so auf so einen Sherman drauf, wenn ich das richtig gesehen habe. In Valparaiso zum Beispiel auch. Und hier schön mit der Minigun erstmal bei Nushar-Kanals alles abrasieren. Also natürlich ist es ein Trailer und alles gescriptet. Die Leute stehen ja nicht einfach so da rum und sagen, hey, hier, erschieß mich, ne? Also das ist natürlich nicht so, aber Trailer können die schon richtig gut. Das muss man ja einfach schon sagen. Hier ist nochmal ein bisschen Gameplay und wir sehen auch schon in jedem Gameplay andere Waffen. Vorhin hat man zum Beispiel kurz die AKU gesehen. Richtig geile Waffe, freue ich mich sehr drauf, die mal auszuprobieren. Und ja, das war im Endeffekt auch schon der Trailer dazu. Relativ kurz und knackig, leider. Aber wir werden mit Sicherheit noch ein bisschen mehr sehen nächste Woche. Aber abgesehen davon gibt es eine Tonne, einen Haufen an Neuigkeiten zum Portal-Modus mit ganz vielen Bildern, ganz vielen Screenshots. Und da möchte ich ganz gerne mal mit euch einsteigen und euch kurz zusammenfassen, was alles in Portal möglich ist. Im Hintergrund natürlich wieder ein bisschen Orbital-Gameplay. Ihr habt mit Sicherheit das Gefühl, dass ich niemals aufgehört habe, die Beta zu spielen. So viel Gameplay-Footage, wie ich einfach aufgenommen habe. Das nimmt einfach kein Ende. Aber wir fangen an, wir schauen uns die ganzen Details an. Ein Server erstellt und customisiert ihr auf einer Website. Das macht ihr nicht im Spiel. Und ihr braucht auch nicht das Spiel besitzen, um das tun zu können. Und das finde ich sehr cool. Dadurch hat man die Möglichkeit, einfach mal zu sagen, jeder kann da irgendwie dran rumbasteln. Dann wird am Ende ein Link generiert, den könnt ihr natürlich auch teilen, damit andere zum Beispiel auch noch ein bisschen an eurem Server arbeiten und die zum Beispiel ein besseres Programmierverständnis haben als ihr, sage ich jetzt mal. Oder ihr könnt auch einfach den Server teilen, wenn er fertig ist und dann können die Leute alle auf den Server kommen und finden den sofort. Ihr werdet dann auch einen Serverbrowser haben, über den könnt ihr dann in der Suchleiste zum Beispiel auch extra nachschauen, welchen Modus ihr finden wollt. Ihr habt auch die Möglichkeit, Filter einzusetzen und so weiter. Und ihr seht jetzt hier zum Beispiel auch schon, ihr habt drei Presets, die ihr modifizieren könnt. Battlefield 1942, Bad Company 2 und Battlefield 3. Oder ihr habt zum Beispiel auch unten vorgeschlagene Modis, die von anderen entwickelt wurden. Das wird sich auch immer wieder ändern, die Rotation im Endeffekt. Immer mal wieder was Neues wird angeboten. Oder ihr könnt auch etwas komplett Neues erstellen. So, jetzt seid ihr quasi schon im Kern des Creators und das erste, was ihr hier machen könnt, ist den Game Mode aussuchen. Ja, ihr könnt zum Beispiel wählen Conquest Large, Conquest, Rush, Free for All oder Team Deathmatch und dann geht ihr quasi weiter zur Map Rotation. Relativ selbsterklärend, wie der Name schon sagt, ihr sucht hier die Maps aus, die auf eurem Server spielbar sein sollen und natürlich auch die Reihenfolge könnt ihr hier festlegen. Es gibt dann auch sogenannte Layouts, da könnt ihr dann zum Beispiel ein großes, ein Medium oder ein kleines Layout auswählen und das ist das Schöne an der ganzen Sache, denn die haben extra bei den Maps kleinere Varianten davon angefertigt. Man sieht zum Beispiel im Small Layout, dass sie zum Beispiel bei Hourglass extra nur den Al-Salam Park ausgesucht haben oder zum Beispiel bei Kaleidoskop nur das Data Center. Und je nachdem, wo ihr im Endeffekt dann spielen wollt, könnt ihr auch einfach sagen, ich will mit 128 Spielern auf so einem kleinen Point kämpfen. Und das ist dann absolutes Chaos, aber ihr könnt es dann für euch selbst entscheiden, wie ihr das haben wollt. Also Leute, wenn irgendwann Operation Underground bzw. Metro kommen sollte, nehmt euch Metro, 128 Spieler, nur mit Shotguns und dann habt ihr Spaß. Dann geht es noch weiter mit den Game Mode Details. Da kann man dann einstellen, wie lange die Spielzeit ist, wie viele Spieler es geben soll. Reinforcement Punkte, ich denke mal, das hat damit zu tun, wie viele Punkte man braucht bzw. erforderlich sind, dass man dann wieder irgendwas anfordern kann, wie beispielsweise ein Panzer oder so. Friendly Fire, nur extremes Wetter und Projektil Speed und so weiter. Also ganz viele Kerneinstellungen vom Gameplay kann man hier auch nochmal einstellen. Und dann geht es weiter mit den Einstellungen für die Soldaten. Man kann zum Beispiel einstellen, dass Sliden erlaubt ist oder nicht oder Sprinten und so weiter. Aim Down Sight, ob das erlaubt ist, wie schnell die sich regenerieren, was Leben angeht und so weiter und so fort. Ganz viele Einstellungen. Und im Endeffekt habt ihr genau die gleichen Einstellungen oder ähnliche Einstellungen dann nochmal bezogen auf die Fahrzeuge. Da fehlt mir jetzt die Einstellung zu sagen, wie viele Fahrzeuge ich pro Team haben möchte. Es sei denn, ich übersehe hier gerade was, aber wenn da irgendwas zu stehen sollte, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich kann das hier jetzt nicht rauslesen. Und dann geht es weiter mit den UI-Einstellungen. Hier kann man natürlich jetzt sagen, ich will jetzt einen Hardcore-Server oder Realism-Server. Da mache ich dann Kompass aus, Minimap aus und HUD und so weiter. Also HUD-Elemente grundsätzlich. Oder man kann zum Beispiel auch sagen, man lässt den Kompass an und macht alles andere aus. Dann muss man sich halt mal versuchen, mit dem Kompass zurechtzufinden. Dann habt ihr noch Einstellungen für die KI. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht bei dem Portal-Modus, denn wenn man es nicht schafft, einen Community-Server am Anfang voll zu bekommen,
könnte man halt KI benutzen, um das zu kompensieren. Und ich hoffe, dass es im Portal-Modus dann auch möglich ist, dass die KI dann durch echte Spieler ersetzt wird, sobald man einen neuen Spieler hat, der dann versucht, auf den Server zu joinen. So, und jetzt wird's interessant, denn jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, welches Team welche Fraktion spielen kann. Und wenn wir das dann ausgewählt haben, können wir weitergehen zu den Soldaten bzw. Charakteren, die gespielt werden können. Was auffällig ist, Günther ist wieder am Start und Christian scheinbar auch und Peter auch. Also diese ganzen Battlefield 5 Charaktere sind scheinbar wieder ins Spiel zurückgekehrt für Portal-Modus. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht, weil die Assets sind ja schon relativ nah an der Engine bzw. an den Assets von 2042, deswegen haben sie die natürlich auch genommen. Und hier haben wir dann die Möglichkeit zu sagen, wir spielen zum Beispiel mit den 1942 Soldaten der Wehrmacht gegen die Spezialisten aus 2042. Und es gibt sogar einzelne Häkchen für jeden Charakter, das heißt, ihr könnt selber entscheiden, welcher Charakter gespielt werden kann, welcher nicht. Und was auch ganz cool ist, die Klassen aus dem jeweiligen Battlefield-Titel sind dann auch mit dabei. Wir haben den Anti-Tank, wir haben den Assault, Engineer, Medic und Scout bei den 1942 Wehrmachtssoldaten. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir weiter mit den Waffen, die ihr auswählen könnt. Und ihr seht hier schon, ihr habt Waffenkategorien, die könnt ihr natürlich auch filtern. Und was ganz interessant ist, wenn wir uns die Assault Rifles und die Bolt Action Rifles zum Beispiel anschauen bei der Wehrmacht oder bei den 1942 Soldaten, dann sehen wir, dass es da auch noch rote Felder gibt, in denen keine Waffe drin ist. Und das könnte dafür sprechen, dass wir in Zukunft weitere Waffen sehen, die im Portal-Modus hinzugefügt werden. Ebenfalls anpassbar sind dann Attachments, also Waffenaufsätze und so weiter. Dann könnt ihr natürlich auch das gleiche noch mit Fahrzeugen machen. Ihr könnt dann auch noch einstellen, welche Fahrzeuge verfügbar sein sollen und welche nicht. Das gleiche könnt ihr auch noch mit den Gadgets machen und dann geht es weiter mit dem Rules Editor. Und hier geht es dann richtig ab an alle Programmierer da draußen. Ihr habt hier mit Sicherheit viel Spaß, so eine kleine Programmier-Sandbox, in der ihr dann sehr viele Anpassungsmöglichkeiten habt und dann könnt ihr das im Endeffekt speichern und hochladen und dadurch einen Link generieren und anderen teilen. Und wenn der Code irgendwo an einer Stelle keinen Sinn ergibt oder so, könnt ihr das dann jemandem schicken und der kann dann für euch ein bisschen weiter daran arbeiten, wenn er da ein bisschen besseres oder mehr Know-how hat als ihr. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass man mit ein paar Guides und Tutorials bzw. auch mit den Hilfestellungen, die die Seite von sich aus schon gibt und natürlich vielleicht auch die Entwickler, dass man da auch sehr schnell selber reinfindet, einfach mal ein bisschen experimentieren und ausprobieren und mal sehen, ob das am Ende dann Sinn ergibt und funktioniert. Abgesehen davon könnt ihr auf eurem Server dann Ankündigungsnachrichten raushauen, die dann auf dem Bildschirm angezeigt werden. Ihr könnt dann Leute kicken, ihr könnt sie bannen, ihr könnt die Map restarten, ihr könnt die nächste Map auswählen, ihr könnt den Server runternehmen und wenn ein Bann durchgeht, dann gilt er fürs Profil. Das heißt, er wird dann auf keinen eurer Server mehr draufkommen können, es sei denn, ihr entbannt die Person wieder. Was mich ein bisschen stört, und das habe ich auch an Battlefield 5 schon sehr stark bemängelt, ist, dass es kein 24/7 Server ist, den man zum Beispiel auch anmieten kann oder so wie in Battlefield 4 zum Beispiel, sondern der Server ist dann nur so lange online, solange ein Spieler auf dem Server vorhanden ist. Das heißt, sobald keiner mehr auf dem Server ist, ist der Server down. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich möchte und ich wünsche mir so sehr, dass man damit Communities aufbauen kann und dann die Leute zum Beispiel von der Schule oder von der Arbeit kommen und sich dann denken, oh, heute mal wieder bei Suksei auf dem Only Rifle Server auf El Alamein spielen, wäre doch richtig geil. So als Beispiel, ja. Und dann kommen die Leute vorbei und haben eine gute Zeit, man spielt immer wieder mit den gleichen Leuten, man lernt sich kennen, hat ein paar Leute kennengelernt, mit denen man auch ab und zu mal im normalen Modus spielt und so. So richtige Call of Duty 2 Zeiten von damals. Das wäre mega geil gewesen. Ich hoffe wirklich, dass sie dieses Feature noch rausbringen. Das ist etwas, was mir sehr fehlen würde. Deswegen glaube ich auch, dass zum Beispiel der Battlefield 5 Community Server Teil komplett abgebrochen ist und einfach keiner mehr das Zeug gespielt hat und genutzt hat, weil die Leute halt einfach gar nicht mehr die Server gefüllt haben. Klar kann man hier mit KI-Soldaten auffüllen, hoffentlich. Das weiß ich nicht genau, da habe ich noch keine genaue Bestätigung und Info zu. Aber es wäre vielleicht was, um da entgegenzuwirken, aber ansonsten gibt uns doch 24/7 Server, Leute. Ich weiß, am Anfang macht es keinen Sinn, wenn, ich glaube in der Beta haben 7,7 Millionen Leute gespielt. Stellt euch mal vor, 7,7 Millionen Leute erstellen alle einen eigenen Server am ersten Tag. Ich verstehe, dass das für die Rechenzentren die Endzeit sein wird, aber ja, vielleicht so im Nachgang oder so, oder vielleicht eine begrenzte Anzahl, oder, ne, ich weiß nicht, ich meine, man muss natürlich irgendwo Restriktionen reinhauen. Es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach umzusetzen, technisch, aber vielleicht kriegen sie es ja noch irgendwie hin. Wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Aber jetzt schreibt mir doch mal in die Kommentare, was für einen Portal-Server ihr euch gerne erstellen würdet. Das Geile ist ja, ich habe auch schon überlegt und das gestern im Stream angesprochen, man könnte hingehen und sagen, wir versuchen einmal in der Woche einen Community-Server aufzubauen und nehmen dafür das Preset eines Community-Members. Das heißt, jeder kann Vorschläge machen und einen eigenen Server kreieren. Der wird dann im Discord und dann hier bei YouTube werde ich den dann teilen. Und dann werden wir den versuchen zu füllen, den Server, und dann einmal in der Woche
einen Preset-Server von einem Community-Member spielen und dann ist das quasi jede Woche wieder ein anderer Server mit einem anderen Preset und da ist dann sehr viel Abwechslung auch dabei. Sehr viel Chaos wahrscheinlich, aber es wird mit Sicherheit ultra lustig sein, denn wir haben immer mal wieder ein paar neue Leute, die dazukommen werden und wir haben immer wieder neue Modis, die wir spielen und ich denke mal, das macht das Ganze sehr abwechslungsreich und vor allen Dingen sehr dynamisch irgendwie. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, bin auch gespannt auf eure Ideen, schreibt wie gesagt gerne mal in die Kommentare, was ihr euch da vorstellen könnt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bin ich raus, Leute. Macht's gut, bis dann und rein und wie immer, ciao, ciao.